Weiter geht's bei die Gilde 3 hier bei unserem Nerd in unserem kleinen Häuschen. Und wir haben eine Menge vor. Als allererstes wollen wir heute unseren Wohnsitz verlegen. Und ihr habt natürlich völlig recht, das schickt sich eigentlich nicht, dass wir hier nicht in unserem Hauptwohnsitz hier drinne liegen in Erichs Rumpelbude. Das geht ja mal gar nicht. Gut. Also, erledigt. Weiter geht's. Und in der heutigen Folge will ich mich eigentlich weiter so ein bisschen um die Tischlerei und um ihn hier kümmern, dass die das laufen lernen. Und es ist übrigens tatsächlich so, dass damals die Häuser eher aus einer Dynastie bestanden und man so ein großes Mehrfamilienhaus wie die hier gebaut hat und dort wirklich die Leute lebten. Also so war das damals tatsächlich. Und Clarissa Wichtigmann, da müssen wir gleich mal reingucken, wie wichtig die Frau ist. Und heutzutage ist es ja eher so, dass jeder so sein eigenes Ding macht. Damals war es wirklich so, dass die Familien alle unter einem Dach gelegt haben, so Mehrfamilienhäuser. Aber das wird man sehen. Okay, also das war einmal der Autosave. Dann gehen wir einmal in die Tischlerei rein. Und ich denke, wir können es jetzt ruhig mal ein bisschen schneller laufen lassen. Und wir kontrollieren erstmal die Gebäude. Die Tischlereien nämlich. Okay, wir produzieren hier schon eine ganze Menge Waren. Das ist auch im Automatikmodus, das passt soweit. Was wir unbedingt mal machen müssen, ist wirklich, ich denke, das werden wir in der nächsten Woche machen, dass wir wirklich unsere Fuhrleute durchgehen und automatische Routen erstellen. Das wäre mir wirklich wichtig, dass wir die Nägel einkaufen. Ich denke, wir werden eine Fuhrperson nehmen, die dann die Waren einkauft und eine wird wirklich sich dann hier so um Nägel kümmern. Aber die produzieren wir echt selbst, ne? Das macht irgendwie, weiß ich nicht, so wenig Sinn, dass man die sich holt. Die Frage ist halt auch, was die kosten, aber im Moment sieht es ja dafür erstmal ganz gut aus. So, also, wir sind hier beim Verkauf und das sieht eigentlich alles gut aus. Wir müssten halt das Gebäude updaten, aber um das Gebäude drin abzudaten, wir können so Brandschutz machen, aber das ist, glaube ich, also Produktivität, das könnte man da machen, aber ich glaube, das ist momentan noch nicht notwendig. Was man machen könnte, ist mal nochmal in das Talentebuch reinzugucken. Und da sollten wir uns dann dringend weiterentwickeln in die Schmiede. Ich würde aber nicht hier reingehen, sondern eher in diese Richtung, in die Holzverarbeitung 2. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Genau, und die Drechslerei, das müsste dann nämlich genau das sein, was wir hier haben. Ich hatte ja mehrfach mal geguckt, wie wir das Ding updaten. Und das ist im Prinzip genau diese Drechslerei. Das müsste genau das sein, was wir hier machen können. Ihr seht, das sind genau diese Eichenringe und sowas. Das heißt, wir brauchen zuerst natürlich hier diesen Zweig. Da müssen wir der Patrizier für sein. Das könnten wir jetzt schon beanspruchen. Die Frage ist, ob uns das was bringt. Wir haben ja noch nicht mal, also ein Pamphlet haben wir mal geschrieben, wir haben uns noch nicht mal auf einem Podest unserer Erfolge gerühmt, wir haben nicht mal einen Fernhandelsmarkt genommen, wir haben noch keine weiteren Schergen, das würde ich hier zum Beispiel, könnte ich mir das gut vorstellen, aber das werden wir dann sehen. Also hier sind wir durch, hier hinten haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach geguckt, ich denke, hier brauchen wir jetzt nicht großartig mehr was machen, die Betriebe laufen soweit, die sind stabil. Hier ist keiner in dem Pausenmodus. Ja, das passt soweit. Genau. Wir könnten die Verkaufsslots erhöhen, aber selbst das brauchen wir nicht. Die Produktivität. Ich weiß halt nicht, ob 10% mehr Produktivität das wert ist. Also wir gucken mal. Wenn wir davon ausgehen, dass 10% mehr Produktivität auch gleichzeitig 10% mehr Waren sind, die wir produzieren und damit dann die Einnahmen um 10% erhöht werden. Wenn wir mal von diesem ungetreuen Fall ausgehen, das ich für sehr unwahrscheinlich halte, dann würden wir hier mehr Einnahmen machen von 5.000. Dann hätten wir die 2.000 schon relativ schnell wieder raus.
Bei ihm wären wir bei 3000, hätten wir das auch wieder raus. Komm, wir machen das. Wir gehen auf Erweiterungen und ziehen uns hier einmal die 10% rein. Das machen wir da bitte, machen wir da bitte auch. So, dann haben wir das schon mal. Und ich denke, auch bei dieser grob gezimmerten Hütte, da brauchen wir jetzt auch keine großen Sachen mehr machen. Wir werden uns bei den Nachbarn entschuldigen und natürlich auch unsere Erfolge rühmen. Das sollte erstmal grundsätzlich passen. Was ich übrigens auch vorhabe, wir werden dem guten Erich und seiner Frau Gemahlin ein neues Gewand anziehen, sobald es ist. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Und da werden wir mal mit ihm ein wenig rumreisen. Was ich immer noch ein bisschen schade finde, dass wir so wenig Kinder haben. Da müssen wir echt mal gucken, wie das aussieht. Wilhelm Strategienerd, der ist natürlich da. Also wir könnten uns hier noch ein paar mehr Kinder machen, aber das bringt uns hier vorne nicht weiter. Ja, gut. Ist dann so. Müssen wir sehen. Also wir gehen erstmal wieder dahin. Zu dem guten Karl und Gerlinde. Die geben sich gerade ein Küsschen. Sicher. Oh, schaut mal, Leute, ist das nicht toll? Bin beschäftigt. -5 Fruchtbarkeit und nochmal +5 Fruchtbarkeit. Komm, dann macht er gleich nochmal ein Tänzchen. Na, das sieht doch süß aus, oder? Ein verliebtes Pärchen. Gucken wir mal. Das gab wieder mal plus minus null. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, viel Spaß. Gut. Der gute Erich. Nicht, bitte. Ja, ist mir egal, mein guter Erich. Du kannst gerade nicht, aber du kannst zumindest versuchen, mit der guten Friederun nochmal ein Baby zu machen. Das wäre mir doch... Ein wichtiges Anliegen. Okay, gut. Wir machen ein bisschen schneller hier. Ich denke, wir können ruhig mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. 3 Uhr morgens und alles euer Ansehen ist gewachsen. Unser Ansehen ist gewachsen. Warum denn? Der Rufstatus eurer Dynastie bei den Mitbewohnern von Mönckhagen-Lübeck ist nun freundschaftlich. Das beeinflusst die Motivation der Angestellten. Das freut mich. Oh, da ist der kleine Lüstling. Da reitet er direkt auf seine Frau drauf. Drauf zu. Entschuldigt bitte. So, ein Amt ist unbesetzt. Gucken wir uns gleich mal an. Aber jetzt will ich eigentlich... Ja, schön. Jetzt will ich eigentlich einmal hier vorne hin und... Wo waren das? Hier, ne? Genau. Und einmal die Gießerei angucken und da weitermachen. Und ich habe natürlich auch eure Kommentare gelesen. Ihr habt natürlich auch geschrieben, nerdig und morsch. Das finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist hier irgendwas los? Also so eine Musik kommt doch normalerweise nur, wenn es irgendwo Krieg gibt. Da bin ich mir jetzt... Na gut. Oder gibt es hier irgendwo... Moment. Eine verbündete Stadt zieht in den Krieg. Wir könnten unseren Sohnemann in den Krieg schicken. Bis 14:28, 10:04. Wie alt ist er denn? Ah, das wird nix. Nein, das wird nix. Morgen können wir ihn losschicken. Das können wir dann wirklich mal machen. Okay, also wir werden uns erst... Ja, ist recht. Ja, ist gut. Wir werden uns erstmal hier rumkümmern. Ah, das ist gar nicht unser Laden. Ach, guck. Ich dachte, das wäre unser Laden. Na, also so ein Sprevel hier. Klaus macht gerade ein Baby. Wir sind schon fertig. Ja, na dann. Wartet auf Arbeit. Ja, ihr könnt bitte auch
einmal die Dynastie mit rühmen. Und das könnt ihr Lübeck Umland. Ja, das ist okay. Lübeck Mönkhagen. Lübeck Altstadt, Kiel, Mönkhagen. Wir fangen mal in Lübeck St. Marien an und sagen mal, dass sie das mal da machen sollen. Ja, das war natürlich, ich dachte, das wäre unser Betrieb gewesen, aber ich erinnere mich, dass wir sowas bauen wollten und dann gesehen haben, oh Mann, das geht ja gar nicht, da ist ja schon einer. So, wie sieht es jetzt hier aus? Vor allen Dingen natürlich auch mit den Finanzen. 9 auf 13.000, okay, gucken wir mal, wie er sich heute entwickelt. Das ist ja durchaus wichtig. Wie sieht es mit den Rangpunkten aus? Die sind wieder abgestürzt, echt? Okay. Komisch. Also wie kann ich denn hier abstürzen? Ist ja auch mal spannend. Oh Gott. Ein Lärm hier. Mal gucken wir uns mal das hier an. Also das muss ich mir nochmal angucken. Das könnt ihr mir gerne nochmal schreiben, wie ich hier abstürzen kann. So. Dann gucken wir nochmal kurz hier rein. Ich wollte nämlich mal sehen, welche Ämter umgesetzt. Ah, der oberste Richter. Nee, das ist doof. Nee, den wollen wir nicht. Beziehungsweise, da kommen wir momentan noch gar nicht rein. Ich würde erstmal unten gerne mit einem Torwächter anfangen. Und mit nichts anderem. So, dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Hier haben wir jetzt ja alle wieder pausiert. Klasse, endlich wieder was zu tun. Erich Karl Friederun, genau. Ja, ich befürchte, dass der gute Karl... Ich bin gerade verhindert. Ja, dass der gute Erich... Ich eile. ...nochmal bei seiner ich Frau... Ich kann hier gerade unmöglich weg. ...anklopfen muss. Wir brauchen nämlich noch ein paar Kinder. Gott, ist das laut. So. Wo ist deine wohlgeliebte Ehefrau? Wo ist sie? Also wir müssen für dich echt mal ein Pferd besorgen, ne? Och, guckt euch das an. Ach, schön. 5% Fruchtbarkeit. Ihr habt übrigens auch geschrieben, hey Nerd, wenn sie in der Kirche gearbeitet hätten, hätte ich nochmal 5% bekommen. Ja gut, das ist natürlich doof. Das muss man ganz klar sagen. So, während die tanzen, gucken wir einmal da rein. Gegen Marie ist beendet Taschendiebstahl. Ein hohes Bußgeld, jawohl, na bitte, das sieht doch gut aus. So, und dann würde ich sagen, mein Bester, ach, du kannst noch nicht, das ist ja schade. Wir könnten natürlich eine Handelsreise machen mit ihr. Nein, das machen wir noch nicht. Ich würde mit ihm gerne, na, er ist ja auch nicht eingestellt. Ich würde gerne nicht das Geschick, die Klugheit, Aufmerksamkeit, ich würde gerne das Charisma trainieren. In Erichs Rumpelbude, dass wir da in Zukunft ein bisschen besser aufgestellt sind. Und dann gucken wir mal zu unserem... Ich bin der Meister. Genau, zu unserem Herrn Karl. Kannst du schon wieder? Du kannst noch nicht? Okay, dann warten wir da auch ab. Und den guten Karl, der soll demnächst ja sein eigenes Unternehmen führen. Der kann ein bisschen die Kraft trainieren, bitte. Im jawohl. Haus der Karlinger. Da machen wir das. So, wie sieht es mit den Einnahmen aus? 11.000? Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da geht's auch in die richtige Richtung. So, dann gehen wir mal zurück. Jetzt muss ich das mal wieder finden hier. Der Krieg endet mit einem Waffenstillstand.
Ein Bote aus unserer verbündeten Stadt brachte die Nachricht, dass zwischen den Kriegsparteien ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Okay, gut. Das ist dann so. Wir sind in der falschen Stadt. Mich deucht, wir sind in der falschen Stadt gelandet. Klaus. Da wurde geklaut, was oder? Was wollt ihr erledigt wissen? Oder was bedeutet das? Ach, ja, ich erinnere mich. Das bedeutet, dass dort ein Pamphlet angeschlagen wurde. Ja, wenn ihr da wisst, was man dagegen machen kann, schreibt auch das gerne in die Kommentare. Das weiß ich. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Wir haben ja ein paar Leute eingeladen und da kommt Lars Töltenhoff. Geh bloß weiter. Unsere Häuser werden beschützt. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Ach, guck. Die Alte gerade versucht, unser Haus anzuzünden. Moment, stopp, 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 stopp. Ich habe euch nichts zu sagen. Die kleine Besoffene hat versucht, unser Haus anzuzünden. Seht ihr das? Das ist ja unglaublich. So, wo ist der Nerd? Beziehungsweise, wie stark bist du überhaupt? Wir gucken mal. 4. Komm, pass auf. Du wirst mal deine Stärke ein bisschen trainieren. Das ist wichtig. Ne, das war das Falsche. Ich will auch keinen... Oh, wir können dich auch ein Pamphlet schreiben. Nee, komm. Wir trainieren ein bisschen unsere Stärke. Ich eile. Damit wir in der Lage sind, ihr ein bisschen besser zu begegnen in Zukunft. So, dann gehen wir nochmal in unsere Häuser rein. Das sollte passen. Karl ist pausiert. Eris Rumpelbude. Schnell. Und bitte einmal Herrn Nerd. Gut. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Na, was ein Lärm. Dann können wir auch schon anfangen, das nächste Gebäude zu bauen. Die Frage ist nur, ob es wirklich sinnvoll ist, hier unten jetzt wirklich ein... Tja, so ein Kesselflicker hinzusetzen. Ich meine, am Ende des Tages... Was machen die denn hier? Silberketten und Silber. Na, wir könnten ihn hier hinsetzen, ne? Aber ich denke, was noch wichtiger wäre, das ist ein Podest. Und das hätte ich gerne eigentlich hier in der Innenstadt und dann auf dem Marktplatz. Wo haben wir ihn? Da. Ach, guck mal, direkt hier gegenüber von unserem Haus. Da vorne hin. Da möchte ich gerne Podest haben. Der stille Holzwurm. Und da passt doch Nerdig und Morsch. Zack. So. Ach, schade, da können wir es nicht hinsetzen. Dann bauen wir es... Ja, das passt auch. Dann bauen wir es da hin. Für 5.000? Was soll denn dieser kleine Holzklotz 5.000 kosten, bitte? Wie bitte? Das ist ja der Hammer, ey. Ja, gut. Aber ich denke, das ist wichtig, das Thema. Ja. 100% Produktivität und einen Gebäudeschutz. Und wir können uns da draufstellen und coole Dinge machen. Wir bauen das einmal dahin. Die Frage ist, ob wir das hier hinbauen können. Nee. Einmal dahin. Dann werden wir zumindest mal ein schönes Podest haben, auf dem wir uns der Erfolge rühmen können. Bin beschäftigt. So, was hast du jetzt? Bist du jetzt eine Stufe aufgestiegen? Oh, 5? Kannst du nochmal trainieren? Nee, im Moment nicht. Dann würde ich sagen, versuch doch einmal für Nachwuchs zu sorgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, halte ich für sehr gering. Kannst du auch nochmal machen. 9%. Käsetoast? Ja, hier genau. Hier bin ich. Ich hab ohne Feierabend. Schatz, du stinkst nach Käsetoast. Irgendwie tönt mich das ein bisschen ab. Ich bin nur noch bei 9%. So wird das damals mit Sicherheit gelaufen sein. So, nein, ich möchte nicht. Gebäude wurde errichtet. Yep, so mein bester Karl. Oh Gott, Leute, das ist auch ein schickes Haus hier, oder? Einmal deines Amtes walten, bitte. So, dann müssen wir müssen auch mal zu unserer Gerlinde gucken. Die ist auch noch neu. Mit der haben wir noch gar nichts gemacht. Ein neues Gebäude wurde errichtet, genau. Und wenn der Herr Nerd mit Babys machen fertig ist, dann wird er bitte einmal hierher kommen
und sich bei Nördig und Morsch vorstellen. Oder, also eher draufstellen. So, ist die Pimperei jetzt endlich mal zu Ende? Also, Hans ist fertig. Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht. Also, ich muss ja sagen, die Bude ist echt so irgendwie schon so ein bisschen... Wer bist Spielen du? Spielen wir was zusammen. Ursula. Ach, guck, das Enkelkind ist zu Hause. Na, das ist doch mal nett. Aber wäre es nicht angebracht, wenn du bei Mama und Papa wohnst? Pass mal auf, wir gucken mal, ob wir da bei Mama und Papa irgendwas Schönes für dich finden, Ursula. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass Ivy einfach... Ich mag nicht. Wie bitte? Ursula? Ich hab Spielen wir was zusammen. Unglaublich. Na gut. Ursula? Stufenaufstieg bei einem Familien... Das gibt Ärger. So, Stufenaufstieg wo? Bei... Wer ist zum Henker? Ist Balduin. Ach, das ist unser... Ja. Balduin halt. Okay, in den Krieg können wir den vielleicht nicht schicken. Schon wieder ist jemand besoffen. Och Gott, ey. So, dann gucken wir erstmal, was er will. Also, wir können ihn bitte einmal... Komm, wir geben ihm Klugheit. Intelligenzbolzen hat man noch nicht. Wir könnten ihn zur rechten Hand machen, das wollen wir nicht. Was ich mit ihm gerne machen würde, das hatten wir schon gesagt, ich würde ihn für 2000 gerne auf eine Fernhandelsreise schicken. Nach, jetzt ist die Frage, wohin? Ich würde ja sagen, ich wollte schon immer mal nach Danzig. Ja. Genau. So. Einmal nach Danzig bitte. Und dann gucken wir mal, was der Gute dort für uns bereithält. Okay, wie sieht es mit dem Verdienst aus? 12.000 mittlerweile. Ah, das geht, das könnte besser sein. Hätte ich mir immer noch ein bisschen mehr erhofft. Aber in die nächste Stufe Freibürger kommen wir leider noch nicht rein. So, Kinder gab es irgendwie auch nicht. Dann... Ich kann hier gerade... Jetzt nicht, bitte. Tja, er wird wahrscheinlich auch nichts mehr machen können, ne? Das Einzige, was wir noch machen, versuchen... Jemand erwartet ein Kind. Nein! Echt? Das ist ja geil. Das ist, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was wir suchen könnten... Jetzt müssen wir gucken, wer... Gerlinde und Karl. Ja gut, okay, das war klar. Ihr wünscht mich zu sterben. Aber mein guter Erich. Tja. Wir könnten natürlich auch einfach ein Waisenkind adoptieren. Komm, wir adoptieren mal ein Waisenkind. Ich denke, das ist hier einfach, das ist das Richtige. Wir machen das jetzt mal. Also, die große Kirche bei uns. Nein, da wollen wir es nicht machen. Die große Kirche hier ist die Kirche Himmelreich. Und da wollen wir das mal machen, oder? Klickt nicht immer so heftig, bitte. Ja, dann klicke ich von hier. Okay, dann gucken wir mal. Also ein Waisenkind, das finde ich schon okay. Wir könnten natürlich auch ein kleines in ein Kloster eintreten. Ich meine, das bringt bei uns und so nicht mehr so viel. Aber egal. Also ein Waisenkind adoptieren. Mhm. St. Helena. Himmelreich. Ja. Wird erledigt. Einmal dahin, bitte. So, mein Bester. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Ja, das ist kein Problem. Dann gucken wir uns mal an, ob du jemanden findest. Das würde mich mal interessieren. Ihr werdet geachtet. Oh, wir werden geachtet? Käsetoast? Nein, nein! Jetzt habe ich aus Versehen hier irgendwo hingeklickt. Nein! Nicht Käsetoast! Du sollst ein Kind adoptieren, Alter. Kennt ihr das eigentlich auch? Wenn ihr so über die Straße lauft und euch denkt, Käsetoast! Und einfach stehen bleibt und aufhört. Tja, wir müssten uns eigentlich mal absprechen, dass wir das alle morgen früh um 9 Uhr machen. Wir bleiben einfach stumpf stehen, egal was ihr gerade macht, egal wo ihr gerade seid, und ruft einfach einmal laut, Käsetoast. Das wäre doch mal was. Und wenn die Leute fragen, warum, dann zeigt ihr ihnen meinen Kanal. Vielleicht habt ihr Bock mitzumachen. Gut. So, also, mein Bester. Wir brauchen Adoptivkinder. Los geht's. Hat ihr übrigens auch in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür.
Seid willkommen im Hause Gottes. Was kann die Mutterkirche heute für euch tun? Achso, da poppt jetzt wieder was auf. Ich würde gerne ein Waisenkind adoptieren für 3000. Komm, wir machen eine kirchliche Hochzeit, oder? Nein, wir adoptieren ein Waisenkind. Also, es klappt. Guck mal, Gerichtsverhandlungen. Ihr werdet geachtet. Aus einer Leine raus. Lasst ihr die Reste des gestrigen Gelages in eurem Wohnsitz diesmal nicht. Schweinepferch in die Schweinepferch werfen. Stattdessen übergibt ihr sie der Amtsspeisung im Stadtteil St. Magdalena in Lübeck. Okay. Ja, das ist geklappt hier. Komisch. Na gut. Also ich könnte... Hat das geklappt? Jawohl. Seid willkommen im Hause Gottes. Was kann die Mutterkirche heute... Oder haben wir jetzt ein Kind adoptiert? Na, ich würde sagen, wir haben das eigentlich gemacht, ne? Wir warten erstmal ein bisschen ab und lassen den Erich mal in der Zeit weiterschuften mit den Sachen, die er so macht hier. Einmal weiter damit. Und eigentlich hatte ich mir nämlich gedacht, dass der gute Stört Hans... mich doch nicht. Ja. Ihr seht doch, dass ich mir gerade einen Becher Wein eingestellt habe. Ja, ist klar. Also mit dem guten Hans hatte ich eigentlich vor, nämlich eine Rede zu halten. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das haben. Öffentlichkeitsarbeit war es nicht. Kann ich mit ihm keine Rede auf dem Podest mehr halten? Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade verhindert. Doch, das müsste eigentlich mit dem guten Ich bin gerade verhindert. Doch, da, genau. Auf Nerdig und Morsch, bitte. Selbstverständlich. So. Einmal der Erfolge rühmen auf Nerdig und Morsch, bitte. Da bin ich mal gespannt, was das bringt. Wenn wir uns da draufstellen. Ach Gott, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt schneit's auch noch. Na toll. Na super. Und was das bringt, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.